Das wird jetzt ein etwas größerer Tag, das ist der Kindheitstag. Erstens Lieblingsgetränk in der Kindheit natürlich Milch. Zweitens, ich habe sehr viel Milch getrunken den ganzen Tag. Zweitens Lieblingsessen, Kartoffelbrei und Frikadellen. Drittens Lieblingsspielzeug, Gameboy und dann Pokémon. Also das war wirklich mein absolutes Lieblingsspiel, spiele ich immer noch sehr gerne. Habe ich durchgesuchtet. War so das erste, worin ich mich ganz verlieren konnte in einer anderen Welt, in einer Fantasy-Welt, und ich verbinde damit immer noch sehr viel. Ich glaube, das war sogar positivste Gefühle, die ich jemals in meinem Leben hatte, sage ich einfach mal so, ist einfach so. Und auch besonders, weil es auch das, ziemlich das einzige war von ganz wenigen Sachen, die ich, die überhaupt positiv in der Kindheit waren, sag ich mal so. Der Rest war so eher scheiße bis neutral. Vieles war neutral einfach. Zweitlieblingsspielzeug wäre dann Lego gewesen. Viertens, Lieblingsserie Dragon Ball Z. Gucke ich immer noch gerne. Fünftens, Lieblingsfilme in der Kindheit hatte ich nicht. Wir hatten immer so Disney-Filme. Die fand ich aber alle nicht so geil. Als ich sehr klein war, fand ich Bambi gut, aber auch irgendwie verstörend. Also ich habe da wirklich halt jedes Mal weinen müssen und sowas. Fand ich dann gleichzeitig auch wieder ziemlich doof und wollte dann auch kein zweites Mal gucken. Ich jetzt selbst solche Sachen konnte ich dann schon nicht sehen. Sechstens, Lieblingsrituale. Nix. Ich wusste, bis ich 17 war, ja noch nicht mal, was Rituale überhaupt sind. Ich kannte Ritual ausschließlich als Begriffe was religiös-mystisches. Wir hatten als Familie nie Rituale und auch keine Strukturen, keine Ordnung, was besonders bei ADS-Lern wie mir fatal ist und die dann einfach nur in Chaos verloren gehen. Also ich wusste einfach nicht, was Rituale sind, und wir hatten auch nichts, was wir regelmäßig immer gemacht haben. Ne, gab's nichts. Dann kann ich mir auch kein Lieblingsritual aussuchen davon. Siebte und letzte Frage, prägnante Erinnerungen. Ich war mal, als ich 6, 7, 8, 8 oder 7 war, wo es mit den Pokémon-Karten losging bei uns auf der Grundschule, hatte ich in den Ferien an die 500 Karten gesammelt, auch richtig gut dabei, bestimmt ein paar hundert Mark dafür ausgegeben, 300 Mark oder so, weil ich Pokémon echt geliebt habe. Und stolz wie Otto, das dann alles zu haben und das präsentieren zu können, bin ich dann auf den Schulhof gegangen, dann kamen zwei Ausländer, haben sie mir aus der Hand geschlagen und alle aufgesammelt. Drei Leute stahlen die Karten und sind abgehauen. Einen bin ich hinterher und habe den dann verprügelt, weil er mir die Karten nicht geben wollte. Und ein paar Tage später wollten mir die anderen beiden meine eigenen Karten dann wieder andrehen. Auch total verknickt und ranzig. Dreister geht's einfach nicht. Naja, die waren einfach nur dumm. Ansonsten war in der Kindheit eigentlich alles extrem langweilig. Aber eine prägnante Langeweile. Ja, das war auch schon der Tag. Und ich habe noch ein paar im Petto.